Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Some Far Cry 3. So, wir werden jetzt erstmal Escape drücken, in unser Fähigkeitenmenü reingehen und sehen, wir haben eine verfügbare Fähigkeitspunkte. Ja, schauen wir mal, was wir da lernen können. Physische Konditionierung haben wir schon, mit einem zusätzlichen Gesundheitsfeld. Ja, was gibt's hier Schönes? Wenn du keine Medizin hast, halte F, um mit Erster Hilfe 2 Gesundheitsfelder zu heilen. Du verringerst den Schaden, den du durch Explosionen erleidest. Ist erstmal Quatsch, glaube ich. So oft ist mir noch nichts um die Ohren geflogen. Teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren sich 50% schneller. Schwimmen, Schissen hier, ist Quatsch. Leichen verstecken, naja. Doppelt so viel ernten, da ist mein Inventar noch schneller voll. Nee, danke. Granaten abkochen. Was ist denn abkochen? Ich habe eh noch nicht mit Granaten hantiert hier. Nee, nehmen wir mal das hier. Das klingt eigentlich cool. Auch wenn ich keine Spritzen haben sollte, kann ich da trotzdem gedrückt halten und fülle mir 2 Felder wieder auf. Ja, das klingt doch echt nett. Auch dieser Zweig hier. Noch ein Gesundheitsfeld. 3 Felder heilen damit. Noch ein Feld. Und noch ein Feld. Guck mal, das hieße... Jetzt haben wir 3 Stück, dann hätten wir 4, 5, 6 Gesundheitsfelder. So. Hui, ei, ei, ei. Somit ist das Tattoo auch wieder symmetrisch, ja. Mit beiden Haien da auf jeder Seite. Aber plündern können wir nicht, genau. Und das war das nächste Dilemma hier. Wo ist denn jetzt unsere Karre? So, wir brauchen nämlich größere Brieftaschen. Oder generell größere Taschen, ja. Lass mal gucken, was wir dafür benötigen. Herstellung. Brieftaschen. Robuste Brieftasche, Kasuarleder. Keine Ahnung, was ein Kasuar ist, aber ich sehe das an dem Symbol. Das sieht aus wie so ein Kackvogel. Lass mal schauen, wo wir die finden. Kackvogel, Kackvogel. Ja. Irgendwie hier gerade so... nicht. Schade. Warum nicht? Probieren wir es mal mit einer Beutetasche. Was brauchen wir denn da? Herstellung hier. Tapirfelle. Tapire haben wir aber gesehen. Die gibt es hier unten. Da können wir gerade mal schnell reisen. Und dann ein bisschen Jagd machen. Gibt ja alles Erfahrung. So. Ja, wie gesagt. Geld haben wir wieder voll hier, so eine Scheiße. Und können deshalb auch nichts verkaufen. So ein Kack. Oh, da haben wir wieder die Hübsche. Oder was heißt hübsch? Naja, es geht so, ne? Es geht so. Für Einheimische ganz in Ordnung. So, Süden, Süden, Norden, Süden. Da unten irgendwo. Ich kann mir doch hier so einen Wegpunkt setzen hier. Zack. Gucke, da sehe ich's. Hier haben wir eine Jagdaufgabe. Vielleicht deckt sich das ja gleich mit dem, was wir vorhaben. Nee, Bären ist Quatsch. Ein Bär will ich nicht erlegen. Noch nicht. Ach, warum bin ich jetzt nicht in ein Auto eingestiegen? Ja... Oh, was haben wir denn da? Ist das ein Tiger? Hey! Wieso hab ich den verfehlt? Was ist da los? Hier steht ein Quad. Ja, geil. Aber ich will den Tiger... erlegen.
Ganz genau. Aua! Oh! Ei, 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 ei. Lass mich los! Nein! Ich wollte mich doch heilen. Ich glaube, mein Gewehr hier ist nicht ganz so praktisch. So eine Rotze. Brauchst du Geld? Ich suche Leichen. Nein, ich brauche kein Geld. Ich habe genügend. 2000 Dollar. Ich glaube, ich muss mal meine Bewaffnung ändern hier. Ich brauche wieder irgendwas, was schneller schießt. AK haben wir. Ich könnte mir irgendeine Waffe kaufen. Aber das Ding ist ja, ich krieg die umsonst. Ich krieg die geschenkt, wenn... ausgerüstet ist es schon. Okay. Das ist auch ausgerüstet? Hä? Habe ich zwei Waffen zur Verfügung? Die Predator ist verfügbar. Okay. Na sowas. Mhm. Na gut. Dann habe ich sie beide ausgerüstet. Was ist da los? Ja, guck mal, tatsächlich. Da habe ich die AK. Zwei Waffenslots frei. Was ist da los? Das ist ja cool. Aber warum wusste ich das nicht? Ah, hier kann ich zwischen Molotows und Granaten wechseln. Ja. Das ist auch sehr schön, dass da der Tiger gracioso just irgendwie sein Unwesen getrieben hat, aber ich wollte ja die Tapire jagen. Mann, was ist da los? Wisa. Das gestreifte Kätzchen. Aber noch wichtiger die Frage, wo sind die Tapire? Zeigt euch doch mal. Nicht, dass mich diese Karte verarscht und ich finde diese Tiere hier gar nicht. Hier bin ich schon wieder auf unerkundetem Terrain. Was ist das? Ist das ein Tier? Das könnte eventuell... Ja! Ich habe Glück. Es sind Tapire. Bleib stehen. Ich krieg euch eh. Ja, jede Menge. Die werden erstmal alle schön markiert. So. Und dann erschossen. So. Hast keinen Bock hier mit dem Messer hinzurennen. Ich glaube, ich spinne. Wo ist das Vieh? Nein! No! Tapir! Da rollt er einfach so den Hang runter. Da scheucht sogar die Vögel auf. RIP! Na, da haben wir noch einen. Komm her. Bleib doch mal stehen. Ja, wenn wir ein bisschen Moon verballern, dann kann ich die auch wieder auffüllen und verbrauche ein bisschen Kohle. Ma, was ist da los? Was ist da los? Oh, da habe ich den Tiger gesehen.
Boah, ist der aber resolut hier. Sumatra-Tiger, der hält eine Menge aus. Schlitz. Tigerfell. Ja, geil. Schlitz. Ich weiß zwar, dass ich für eine Sorte Tasche meistens nur so ein bis zwei Felle brauche. Und danach brauche ich die Dinger wahrscheinlich nie wieder. Aber nichtsdestotrotz, es gab hier noch mehr. Darum werde ich die auch alle mitnehmen. Warum sollte ich nicht? Das scheint ja auch schön in der Wildnis zu sein, wo mich keiner hört. Wo da keiner auf mich aufmerksam wird. Das ist schön. Schlitz. Ja, Pilz in der Tiefe, ich weiß. Ich muss immer noch mit Dr. Earnhardt sprechen. Er muss aber noch ein bisschen auf uns warten. So, was haben wir im Handbuch hier? Tierwelt, genau. Asiatischer Tapir und der Sumatra-Tiger. Weil Schwarzbären, Leoparden und Dr. Earnhardt nicht reichen. Beheimatet Rook Island auch Sumatra-Tiger. Diese mächtigen Großkatzen haben auch mächtigen Hunger und sind damit die gefährlichsten Raubtiere der Insel. Außer Buck natürlich, der aber einen gänzlich anderen Appetit hat. Buck? Hä? Who the fuck is Buck? Ich bin Buck und ich bin hier für den Fuck. Nein, Quatsch. Herstellung. Beuterucksäcke. Robuster Rucksack. Starker Rucksack. Dingofell. Ah. Bietet Platz für 64 Sachen. Für 48. Okay. Dingos. Dingo, Dingo. Ach, guck mal. Hier können wir Sprengwaffen und Wurfgeschossbeutel bauen. Wegen Ziegenfällen. Hirschfell. Aha. Mehr C4 und Minen. Ziegenfell. Ja. Guck. Pfeilköcher können wir nicht bauen. Da fehlen uns wieder Ziegenfälle für. Egal. Hier. Kasuare. Ich bräuchte echt eine größere Brieftasche. Was ist da los? Und mir gehen die Mumpeln aus. Kasuare. Wenn das diese Vögel sind, lass mal kurz überlegen. Und wenn das so ist wie im Intro, wir erinnern uns vielleicht, diese Gubbel-Gubbel-Vögel, gibt's die dann nicht am Strand? Klack. Müssen wir mal gucken. Das wär's ja, wenn ich jetzt hier am Strand diese Viecher finde. Irgendwo an irgendeinem Strand. Ich meine, hier die Inseln sind ja groß genug, ja. Können wir einmal... Ach, guck mal! Da steht ein Jetski. Jetski, Jets, whatever. Wie geil! Lass mich das fahren! Ja, wie cool. So, jetzt möchte ich natürlich gerne meine Theorie bestätigt sehen und hier irgendwo diese Vögel finden. Festgefahren. Oh, Scheiße. Oh, ein Hai, ein Hai. Und ein Patrouillenboot, der... der gegnerischen Piratenmeute. Ist mir jetzt aber herzhaft egal, ja?
Ich suche nach wie vor diese Kackvögel hier. Was ist da los? Kann natürlich auch sein, dass meine Theorie völlig für den Arsch gewesen ist. Dann fahre ich hier gerade einfach ins Blaue, irgendwo ins Nirgendwo. Quietsch. Was gibt's da vorne? Tote Piraten? Tatsächlich? Wir hatten die kalt gemacht? Ich weiß es nicht. Da vorne steht auch eine Karre. Unten noch ein weiterer Jetski. Was ist da los? Und Krebse. Krebs, Krebs. Ha. Also ich bewege mich gerade wieder mal in unerforschtem Gebiet hier. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Gibt's die denn nirgends? Ich gucke jetzt hier noch einmal an das andere Ufer rüber. Und wenn dann keine von diesen Vögeln hier irgendwo in Aussicht sind, dann scheiße ich da drauf und mach mal irgendeine andere Aufgabe. Denn das geht ja so gar nicht. Ach, guck mal, wen haben wir hier? Sind das Freunde? Ja, das sind Freunde. Guck. Die Zeit ist auf unserer Seite. Kam aber keine Aufgabe für mich. Wie schade. Wie schade. Das ist hier eine Riesenhöhle. Ich glaube aber, Vögel leben nicht in Höhlen. Tja. Nix. Also ich sagte ja, wenn wir nichts finden, ist schade. Dann mache ich halt mit Aufgaben weiter. Nützt ja nichts. Hab aber auch wieder ein bisschen Kohle ausgegeben. Was gibt's hier? Verschollene Expedition? Ach, guck mal. Das ist so ein DLC-Ding. Ja, Monkey See, Monkey Boom. Testeinheit. Verschollene Expedition. Boah, ist gar nicht mal so klein, die Karte. Ich hatte ja so ein bisschen was runtergeladen da. Wie ihr vielleicht wisst oder nicht wisst, spiele ich hier die Insane Edition. Da waren so ein paar Extras bei. So. Wo gab es jetzt hier Aufgaben? Gesucht tot. Klingt doch spannend. Gehen wir da mal hin. Jo. Können auch wieder ein bisschen verkaufen hier. Und die Moon auffüllen, oder? Ne, haben wir schon gemacht. Ist richtig. Also, gesucht tot, die Aufgabe. Schweine? Habe ich gerade Schweine gehört? Ich habe es hier grunzen gehört. Mach keinen Scheiß. Ach, egal. Schon wieder? Ich habe es wieder grunzen gehört. Was ist denn hier los? Naja. Ein Pirat wildert in der Nähe einer heißen Quelle. Ehre die Tradition und töte ihn mit einem Messer. Ein wildernder Pirat. Ah, da oben. Ich glaube, fast da können wir sogar zu Fuß hin. Ja. Machen wir das nochmal gerade. So viel Zeit haben wir noch. Oh, 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 oh. Einen Augenblick bitte. Da schlachten sie die Schweine aus. Vier Stück haben wir. Und leider etwas spärliche Deckung hier mit dem Bambus.
Bäumen hier. Er weidet da schön das Schwein aus. Oh oh. Jetzt höre ich von hinten das Fahrzeug sich nähern. Ich hoffe, der biegt hier nicht ab und bietet denen Verstärkung. So ein Scheiß. Komm her. Klatsch. Da waren es nur noch drei. Da waren es nur noch zwei. Und da war es nur noch einer. So. Zack. Wamsi. Wow. Widerlich. Ihr widert mich an. So. Aufgabe gelöst. Mit Bravour, würde ich sagen. Und haben sogar einen neuen Fähigkeitenpunkt. Ja, geil, geil, geil. Na. Heiliger Lotus. Oh, meine Brieftasche ist schon wieder voll. Das wird mal Zeit, dass wir diese Scheißvögel finden hier. Ach, da höre ich schon wieder Geballer. Gibt's ja gar nicht. Man kann hier echt keine zwei Sekunden irgendwo in der Wildnis rumstreifen. Und mal in Ruhe so ein paar Piraten kalt machen. Ohne dass man hier neue Sachen zu erledigen hat. Gut. Also, haben wir da ja doch noch ein bisschen geschafft hier an Aufgaben. Ja. Dann können wir im nächsten Part diese beiden hier noch erledigen. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück finden wir auch diese Scheißvögel. Ja, warum nenne ich die eigentlich mal Scheißvögel, Kackvögel? Weil es Kackvögel sind, Mann. Weil ich gerade einen gewissen Hass auf die habe, dass ich die nirgends finde. Und ich will eine größere Brieftasche. Jo. Und wenn wir das dann erledigt haben hier... Warum bist du, Julia? Und der Pfad des Jägers? Dann werden wir eventuell auch zu Dr. Earnhardt können. Denn dann gibt es ja hier erstmal nichts mehr zu tun. Gut. Bis dahin meldet sich Trax Media. Ein Hirsch! Ein Hirsch! Bleib stehen! Was ist da los? Und was sind das für Viecher? Keine Ahnung. Immer sehe ich sowas, wenn ich den Part beenden will. Es ist doch gemein. Es ist doch gemein. Was hat das Spiel gegen mich? Egal. Sind weggelaufen. Drauf geschissen. Wahrscheinlich haben die Wölfe oder die Hunde da den armen Hirsch oder das Reh gejagt. Also, ich melde mich jetzt aber doch aus dem Kreis und sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, meine lieben Freunde. Und auf Wiedersehen.